Ich bin Thomas Wöppesaal, Bundessprecher der kritischen Polizistinnen und Polizisten. Uns gibt es seit 1986, entstanden aus mehreren Polizeiskandalen. Skandale, die in der heutigen Zeit niemanden mehr hinter dem Ofen vorlocken. Vieles wird inzwischen hingenommen, was noch schlimmer ist als das, weshalb wir uns mit Unterstützung auch aus der SPD damals hatten gründen können. Ich mache seit über 40 Jahren Politik. Ich war über 30 Jahre bei der Polizei Hamburg, zuletzt Verwendung im Landeskriminalamt, Mordkommission, kriminologische Forschung. Ich bin ausgebildeter Wirtschaftskriminalist. Spezielle Ausländerdelikte, alles, was irgendwie Gehalt hat, habe ich dort gemacht. Und von daher sind wir entsetzt, was Polizei sowohl in Berlin am 29.08. diesen Jahres bei den großen Kundgebungen mit mehreren hunderttausend Menschen, die künstlich vom Innensenator Berlins mit Hilfe seiner Polizeibeamten auf angeblich nur 40.000 gedrückt werden. Da muss ich vielleicht doch mal eine kurze Zwischenfrage stellen. Gerne. Durch Reporter wie zum Beispiel Boris Reitschuster ist da eigentlich speziell die 32er-Einheit ausgemacht worden. Wissen Sie da was drüber? Sie meinen jetzt die Polizeieinheit? Ja, ja, in Berlin die 32er. 32, 33, 34 sind besondere Festnahmekräfte, die bei solchen Einsatzlagen überhaupt nichts zu suchen haben, außer als Reserve im Hintergrund gehalten zu werden, falls die polizeiliche Lage eskaliert. Hier ist sie nicht eskaliert, sondern die Polizei hat sie eskaliert. Unter anderem mit diesen Einsatzeinheiten, die in einer derben und unverhältnismäßigen sowie rechtswidrigen Art gerade vor der russischen Botschaft einzelne Personen herausgegriffen haben, teilweise wüst malträtierten. Dasselbe am Stern am nächsten Tag, am 30. August, als diese völlig unverhältnismäßige, sprich rechtswidrige Räumung stattfand. So, und das jetzt im Kontrast zu dem, was wir letztes Wochenende in Leipzig erlebt haben, wo die sächsische Polizei sehr zu meinem Erstaunen, weil die für wüste Vorgehensweisen berühmt-berüchtigt sind, nicht nur am 13. Februar immer, also Bombenangriff auf Dresden, wo Linke und Rechte sich dann prügeln und eben auch mit Polizei. Die haben dort einen Einsatz hingelegt, der ist geradezu vorbildlich. Der ist verhältnismäßig gefahren worden, weil völlig klar erkennbar war, dass hätte man die Kundgebung aufgelöst, so wie es offiziell verlangt worden ist, und die Menschen hätten das nicht mitmachen wollen, ist noch schlimmere Szenen als vor der russischen Botschaft 8 Wochen vorher gegeben hätte. Es hätte reichlich Verletzte auf beiden Seiten gegeben. So, und in dem Moment, wenn die Polizeileitung sagt, können wir nicht machen, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hat Grundrechtscharakter, das steht über jedes Gesetz, über jedes Gesetz, dann müssten die eigentlich von allen belobigt werden und nicht nur von ihrem Innenminister in Dresden oder vom Innenminister aus Berlin, dem Bundesinnenminister Seehofer, sondern von allen Parteien. Und wir haben jetzt erlebt, dass gerade die Linken und Grünen sich geradezu überboten haben. Man hätte hart vorgehen müssen, Wasserwerfereinsatz, Pfefferspray, körperliche Gewalt, weitere Hilfsmittel der körperlichen Gewalt. Das ist geradezu abstrus, das ist ein Gruselkabinett für unser Land und für den bürgerrechtlichen Anspruch, den insbesondere diese beiden Parteien vor sich hertragen. Die FDP geht damit souverän um, die anderen Parteien bedürfen jetzt keiner Erwähnung. Nur was einer Erwähnung bedarf, ist die Tatsache, dass die anderen Bürgerrechtsvereinigungen, also Humanistische Union, Liberale, Demokraten und wie sie alle heißen, das sind immer so 10, 12 Organisationen, die unter Pressemitteilung stehen, wenn von diesem Staat weitere Ermächtigungsgrundlagen als Eingriff in unsere Grundrechte und Freiheiten vorbereitet werden, in Gesetzesform vorbereitet werden.
die sind hier völlig abstinent. Bei den abenteuerlichen Vorwürfen gegen die Querdenkerbewegung, angeblich rechtsextremistisch unterlaufen, rechtsextremistisch gesteuert, das ist absurd. Ich habe mir inzwischen jetzt in sieben Städten einen Eindruck verschafft, alles im Westen. Das ist der Durchschnitt der Bevölkerung, soziologisch so gesund, davon können Linke und Rechte nur träumen. Dass da Trittbrettfahrer versuchen, ihr eigenes Süppchen zu kochen, das ist immer so. Das war bei der Anti-AKW-Bewegung so, in der Friedensbewegung, überall ist das so. Auch bei der Klimageschichte mit Greta und. Das kann kein Kriterium sein. Dieses hilflose Gestammel jetzt auch jüngst in diesen Tagen durch die Präsidenten verschiedener Landesämter für Verfassungsschutz, dass man die Querdenker besonders beobachten muss wegen der rechtsextremistischen Einflussnahme, das drückt nochmal die Hilflosigkeit aus der Politik, weil die Verantwortlichen gerade in Berlin längst begriffen haben, dass sie dieses Land mit ihrem verkorksten Krisenmanagement in Sachen Corona in Sackgassen geführt haben. Wir wissen, dass an verschiedenen Stellen der Bundesrepublik durch Polizeien mit Hilfe von geheimdienstlichen Methoden Eingriffe stattgefunden haben, die sind so gravierend und erschreckend. Das ist nicht nur dieser Vorgang in Hamburg mit 4 jungen Schutzpolizistinnen, die als verdeckte Ermittlerin motiviert wurden, übermotiviert wurden, im linken Bereich mit Legenden sich in das Vertrauen einzuschleichen, davon 3 mit lesbischen Liebschaften, die also extra durch die Betten geturnt sind, damit sie besser Informationen ziehen können. Das ist eine einzige Katastrophe für einen gesunden, demokratischen, pluralistischen Rechtsstaat, der die Bundesrepublik Deutschland darstellen soll. Solche Vorgänge gibt es, die aufgeflogenen Vorgänge verdeckter Ermittler, auch in Heidelberg. Ich selbst habe jetzt bei meinen Bewegungen in diesem Querdenkerbereich 2 verdeckte Ermittler also auffliegen lassen können. Nicht ich alleine, aber mitgewirkt. Ein V-Mann, der in ihren Gruppen unterwegs gewesen ist. Alle sind soweit neutralisiert, jedenfalls für die Gruppen, in denen sie für mich mit auffällig wurden. Aber die werden natürlich wieder eingesetzt. Sie müssen davon ausgehen, dass im Osten der Bundesrepublik Deutschland praktisch jede Initiative unterwandert ist. Es ist also die Warnung aus den Mündern der Präsidenten der Verfassungsschutzämter mehr an die eigenen Leute und sich selbst gerichtet. Das, was die machen, ist in hohem Maße schädlich, ist extremistisch, ist verfassungsfeindlich aus den Reihen der Verfassungsschutzämter. Und das sage ich als jemand, der mal in politischer Sprecher einer grünen Bundestagsfraktion gewesen ist, der also für diesen Bereich die Zuständigkeit in der Fraktion weitestgehend hatte. Und die andere Kategorie, die ich noch ganz kurz anführen möchte, ist der desolate Katastrophen- und Zivilschutz. Weil es in den letzten Jahrzehnten völlig vernachlässigt wurde, haben wir ja nicht nötig, wir sind von Freunden umzingelt, gibt es einen solchen desaströsen Zustand in den Gesundheitsämtern, die schon bei der ersten Corona-Welle, also Lockdown im Frühjahr, im Grunde an der Grenze ihrer Belastung gearbeitet haben. Sie sind das völlig landunter von Personal und Sachausstattung. Und jetzt ist es ja für alle erkennbar, wird ja auch so kommuniziert. All das sind alles die Sünden, die diese Bundesregierung aufaddiert hat. Wir kritische Polizisten hoffen, dass diese Corona-Aktivistinnen und Aktivisten ihren Weg fortsetzen werden, dass sie authentisch ihre friedliche Herangehensweise für eine bessere Meinungsbildung und Entscheidungsfindung zu der Corona-Problematik fortsetzen und authentisch für sich unbeeinflusst von diesen Störmaßnahmen, die aus den Reihen der Staatsorgane, der sogenannten Sicherheitsorgane, massiver sind als zum Beispiel aus dem rechtsextremistischen Bereich. Das ist unser Wunsch, den wir Ihnen mit auf den Weg geben.